sind wir mal wieder unterwegs. Wir hatten zwischendurch ein bisschen Pause gemacht und haben uns jetzt als drittes Ziel hier im böhmischen Paradies die Burg Trosky ausgesucht. Ein sehr beliebtes Reiseziel, ist wohl auch sehr bekannt. Und wir sind gleich ganz früh morgens jetzt los und trotzdem ist der Parkplatz da hinten schon halb voll. Ja, jetzt müssen wir hier ein paar Meter hochgehen zur Burg und dann wollen wir uns das mal angucken. Das ist eine richtig geniale Ruine. Aber Spatzi, wenn nicht so richtig, der ist nur am Schreien. Das kriegen wir aber auch noch hin. Ja, der Weg vom Parkplatz zur Burg hoch ist nicht weit, aber verdammt steil. Das ist schon ein bisschen anstrengend, oder? Holla die Waldfee, vor allen Dingen mit ihm hier. Ja, Spatzi, du bist am anstrengendsten, ne? Ja, aber wir sind schon angekommen. Weiß nicht, 6-7 Minuten. Wir sind jetzt echt langsam gegangen wegen den Kindern oder hauptsächlich wegen dem Zwerg. Das ist schon okay, das sind ein paar hundert Meter. Ja, und jetzt gehen wir da mal rein. Mal angucken hier. Sieht schon richtig geil aus alles. Geschafft? Ja. Gut. So, jetzt sind wir auf Panna angekommen. Oh, wie sieht denn aus?
Der Turm Panna. Ja, ein bisschen windig hier. Vorher waren wir Baba. Baba ist das da hinten. Ich schreie mal ein bisschen wegen dem Wind. Da, das ist Baba. Und jetzt sind wir Panna. Ja. Gulaschsuppe, die sieht merkwürdig aus, aber ist vielleicht sogar schweinelecker. Wir müssen mal gucken. Das ist hier nämlich so ein typisch tschechisches Gulaschsüppchen. Mal gucken. Guten. So, jetzt haben wir mal ein bisschen probiert und ist wirklich verdammt lecker, oder? Ist es mit Hack irgendwie, glaube ich. Ja, da sind kleine Hackstückchen drin. Und Kartoffeln. Halt. Kartoffeln. Leckeres Brötchen dazu. Schmeckt, ne? Ja. Echt empfehlenswert. Und dann bei der Aussicht. Was will man mehr? Das kleine Kind kann da unten spielen. Der Große passt auf, weil er keinen Hunger hat. Und dann haben wir diesen Ausblick hier. Direkt von der Burg Trosky. Von dem Bistro, was hier ist. Echt toll. Jetzt sind wir wieder auf dem Weg zum Auto runter von der Burg. Und wie war's, Spatzi? Gut. Ja, nicht immer dran rumspielen da unten. Sag was. Wie war's, du? Achso, ich. Ja, es war absolut toll. Der Ausblick war echt genial. Da möchte man länger bleiben irgendwie, ne? Ja, man möchte länger bleiben. Aber wir haben natürlich, wir haben es richtig gemacht. Wir sind gleich kurz nach 9 nach der Öffnung hier gewesen und waren selbst da nicht die Einzigen, aber wir konnten zumindest auf dem Turm kurz auch mal alleine sein, was jetzt überhaupt nicht mehr möglich ist, das ist so überlaufen. Ja, also möglichst früh da sein und gleich nach oben tolle Bilder machen und sich dann halt nicht von anderen stören lassen. Ja, absolut empfehlenswert, oder? Ja. Du auch, ne? Das auch, ne? So, mal Daumen hoch. Mal so. Ja.
wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr den Kanal abonniert, denn schon bald kommen noch viel mehr Videos von uns. Bis dann!